Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Wir starten, wie angekündigt, im Bäumemeer. Nebenquests, also alle Zisten, hat er gesagt. Das stand da und man muss alle Tagebücher finden, ne? Aber mir war gar nicht bewusst, dass man die irgendwelche Zisten da zerstören kann. Ach guck mal, das ist hier der Startpunkt. Das ist hier der komplette Startpunkt. Okay, ich würde sagen, wir starten auch vom Start. Müssen wir das ganze Ding nochmal durchgehen. Das war auch so das erste Level. Kann ja gut sein, dass man da was vergessen hat auch, ne? Hier waren wir. Ist auch gut, wie ihr jetzt neu dazugekommen sind. Könnt euch das alle nochmal angucken, wo wir hier lang gelaufen sind. Hier sieht halt auch vieles gleich aus, ne? So, hier geht schon mal eine Treppe hoch und hier hinten entlang. Das nervt mich. Das hatten wir geholt, genau. Das habe ich. Mal hier hoch. Alles gründlich durchsuchen, ja, werde ich machen. Aber was meinten die mit Zysten? Ich vergesse auch immer sofort, wo ich hergekommen bin. Ne, ich bin von hier gekommen, oder? Ne, hier ist eine Leiter. Doch, ich bin über die Leiter. Ich bin über die Leiter, genau. Raff dich, Lu. So, hier geht's lang. Hier sind schon drei... Hier, ist das eine Zyste? Ne. Das Goppelradar. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Das ist eine Zyste. Ah, und dann ist auch dieser Nebel weg. Aha! Das ist die Zyste. Lol, habt ihr auch nicht gesehen, ne? Ich hab's auch nicht gesehen. Dass bei diesem Nebel immer so eine Zyste ist, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Aber ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Würde ich erst nochmal kurz zurückgehen und mal den anderen Weg gehen. So, von hier komme ich. Und dann gab es hier drei Wege. Eins... 2, 3. Gehen wir einmal hier lang. Ah ja, ich erinnere mich. Dann kommt man hier. Was einsammeln. Dann kommt man hier nochmal runter. Ah ja, genau. Und jetzt geht es hier wieder hoch. Ah ja, so, also langsam kriege ich ein bisschen Radar, aber hier sieht es halt sehr ähnlich aus. Gerade fürs erste Level ist das sehr kompliziert hier, muss ich schon leider sagen. Hier sind wir eben lang, ne? Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Oder sind wir hier lang? Ne, wir sind hier lang, ne? Hier habe ich die Zyste gerade. Ja, ja, oder? Ja, ja, hier war ich. Und doch durchs Häuschen.
Ah, das höre ich, dann bin ich. Hier ist nichts, ne? Hier geht's. In those. Okay, dann ich glaube. Oh, hier geht's noch runter. Aha! Da ist die Abkürzung offen. So, dann geht's doch hier weiter, denke ich mal, ne? Nee, hä? Hier war ich doch gerade. Ah, dann ist es andersrum. Das hier ist Startgebiet und hier ist die Abkürzung. So wird ein Schuh draus. Oh, sucht es Demon's Souls aus. Ah, ne, Demon's Souls ist schlauchartiger. Viel schlauchartiger. Okay, aber ich verstehe, wo ich jetzt lang muss. Hier geht's dann weiter. Dann müsste ich alles haben. Gut, gut, gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Gegner random auch stärker sein können. So, Zyste kaputt. Sehr gut, dann geht's hier weiter. Da ist noch eine Zyste. Okay, gut, es läuft. Irgendwie echt bäh. Ja, ja, tut's. Zyste ist echt kein schönes Wort. Jo, und hier war der Zirkus. Hier war der erste Boss. Und hier gibt's auch keine. Oh, als ob der nochmal kommt. Bam! Zysten? Ja. Auf was gehen wir? Weiter Seuche, oder? Seuche und parieren.
Mehr geht aber nicht. Was haben wir hier noch? Klaue, genau. Gesundheit ist sehr gut. Ja, super Rüstung. Aber eher, glaube ich, nicht doof. Was mit kleinerer Schaden verursacht, wird eine größere Menge Energie regeneriert. Drücke Sprung. Feder. Befehl mit Pfeile, ja, okay. Boah, Feder hat auch viel. Strategie. Da können wir nochmal gucken. Ein zweiter Platz für Seuchenwaffen wird mit Fähigkeit später freigeschaltet. Die Zeit, bis feindliche Wunden verheilen. Erlittene Schaden, um CO2 abzuschwächen. Wahrscheinlich eine geringe Energiemenge geringer. Ein Gegenstand wird geringfügig erhöht. Das heißt, Einstellungsoffensiv auf verloren. Das klingt gut. Ich bin oft full life. Ich muss fast das nehmen, ne? Energiekosten. 60 und das? 75. Ah, ich muss es nehmen. Hier ist Abkürzung, right? Und wir gehen den langen Weg. Oder? Ah ne, das ist der Weg. That's the way. Ich wette, es gibt irgendwo einen Punkt, wo ich runterspringen muss. Also wir haben hier ein. Ah, genau, das war von der anderen Seite. Da war ich ja sogar. Und hier ist eine Treppe. Und hier kann ich lang. Aber hier ist nichts. Okay. Hier ist auch eine. Und hier ist auch ein Schloss. Das heißt, da ist ein Bereich, wo ich noch nicht war. Versuche mich mal was weiter links zu halten. Wir machen hier gleich noch die Zyste kaputt. Ja, da muss ich durch. Da hinten ist irgendwas. Wo ist die Zyste? Hier war keine Zyste. Hä, wo ist hier Zyste? Also hier gibt es keine Zyste. Re-Rap. Hier vielleicht? Ah, da ist sie.
Guck mal, da unten ist der Boss. Also es gibt irgendwo einen Punkt, wo ich glaube ich runterspringen muss, damit ich da in diesem Geheimbereich komme. Würde ich wetten. Hier muss ich... Nee, oder? Ah, hier ist... Was hat der denn für einen Arm? Treppe hoch. Hey, es ist so verwirrend hier, Leute. Ja, hier wäre jetzt der Boss. Aber das ist gut, dass wir hier sind. Ich wollte sowieso mal beim Boss gucken. Oh, was ist, wenn man nochmal gegen ihn kämpfen muss? Ich hab's fast gedacht, dass man nochmal gegen ihn kämpfen muss.
Gott, Recall completed. Ich verstehe auch nicht, wieso man nochmal gegen ihn kämpft. Aber hier gibt es auch nichts mehr. Hier geht es auch nicht weiter. Aber hier ist natürlich wieder ein bisschen Liebe zum Detail. Es ist schade, aber halt, dass der. Vielleicht wird das ja auch noch gepatcht. Man weiß es ja nicht. Wird ja heutzutage viel gepatcht und viel Early Access gemacht und so. Man läuft halt einfach durch sie durch, so. Es wäre halt, also, das ist halt das Geile bei Souls gewesen. Hier würdest du sonst alles anrempeln und kaputt machen. Aber hier gibt es tatsächlich dann nichts mehr. Scheiße. Muss ich dann die ganzen Zisten nochmal machen? Komme ich hier jetzt noch raus, wenn ich mich erinnere? Ich will hier raus. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ach, man kann nur das oder das machen. Ah, verstehe. Ja, dann gehen wir wohl nochmal in die Bäume rein, ne?
Suche nach Odurs Bautagebuch. Ja, scheiße, nochmal da durch. Ist es überhaupt gut, dass ich mal solche ballern? Keine Ahnung, aber solche ist geil. Ich mache ja den weißen Balken mache ich ja weg mit Parieren. Und den grünen Balken mache ich weg mit solche, oder? Ich glaube, der Klauenangriff zählt doch als solche, oder nicht? So, von dieser Seite nicht möglich. Das heißt, da komme ich irgendwie her. Es gibt hier irgendwie noch einen Bereich, der versteckt ist, wo ich nicht hinkomme. Und da müssen wir jetzt hin, Leute. In diesem versteckten Bereich. Wieso ist hier eine Zyste? Ich fürchte, man muss alle Zysten wieder machen. Oh, wo sie war. Die spricht das Spiel gar nicht an? Krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Dachte euch, die ganzen Souls-Leute würden das geil finden. Weil ich muss sagen, ich finde es ganz geil. Also ich komme langsam rein, sagen wir so, ne? Kein großer Bloodborne-Fan, okay, gut. Es hat schon mehr ähnlich mit Bloodborne als mit Dark Souls, das stimmt schon. Da ist geraged. Wieso trifft er mich? Bloodborne ist Liebe. Ja, ich bin auch nicht so der übelste Bloodborne-Fan, muss ich sagen. Als das Souls-Game, was ich am wenigsten durchgespielt habe. Sag mal, ist das der Bereich hier, wo ich noch nicht war?
Ey, hier sieht alles gleich aus. Ich kotz. Okay, so okay. Eine Tür mehr offen. Und hier konnte ich runterspringen und eine Zyste kaputt machen. Machen wir das mal. Aber was gefällt dir denn hier an dich, Lotzke? Das würde mich schon interessieren. Gibt es da bestimmte Punkte? Gibt es da was Bestimmtes, wo du sagst, oh, das gefällt mir hier an nicht? Boah, allgemein. Es ist halt nicht auf dem gleichen Niveau wie in Souls, das stimmt. Aber es kostet halt auch nur nicht mal die Hälfte. Ich habe keine Heilung mehr, scheiße. Ja, hat der Lotzke nicht Unrecht. Da hat der gute alte Lotzke nicht Unrecht. Hat sich irgendjemand den Weg gemerkt, den ich gelaufen bin? Weil die... Ah, ich glaube hier lang, ne? Die drei Kaselen hätte ich halt schon gern. Genau, es geht da darum, was Bock macht oder nicht. Da, da, das stimmt. Dann ist ja egal, ob's... Ja, genau, es ist halt so, das ist halt, ja. Naja, gut. Bin ich runter? Boah, ich kann mich schon wieder nicht mehr erinnern. Oh. Lol, bin ich einmal im Kreis gelaufen? Perfekt. Ey, scheiße, wie war der Weg nochmal? Bin ich hier runter? Ich bin hier runter wegen Zyste, ne? Das war doch so. Bin ich hier nochmal runter?
Nee, oder? Nee, ich bin nicht nochmal. Wieso sollte ich nochmal runterspringen? Das sieht alles zugleich aus, ne? Das ist echt ein großes. Ein großer Kritikpunkt. Digga, hier sieht alles. Es sieht alles so gleich aus. Leute. Ihr hättet doch wenigstens mal ein paar Anhaltspunkte machen können. Ah, guck mal, hier ist es doch. Hey, kann ich bitte erstmal die kleinen Viecher killen? Ey, wo kommen denn die ganzen Viecher her? Schön. Also hier waren wir safe noch nicht. Wo geht's hier hin? Schön. Eingesammelt. Hier geht's auch nochmal runter und auch nochmal eingesammelt. Das ist ja schon kein Labyrinth mehr. Das ist ja schon in allen Ebenen ein Ultra-Labyrinth. Ich weiß auch nicht, wie man sich das... Also... Das From Software auf jeden Fall meilenweit voraus. Muss man leider zugestehen. Du musst ja voll merken, wo komme ich her? Und wo muss ich hin? Weil es hat auch alles die gleiche Farbe so. Also keine Varianz mal in den Farben. Aber wir müssen auch fair bleiben. Das ist das erste Level. Wir wissen nicht, wie das nächste Level aussieht. Ne? Vielleicht ist das im anderen Level schon ganz anders. Also irgendwie bin ich jetzt wieder hier beim Zirkus. Wie soll man denn hier durchblicken, wo man ist? Man weiß nicht, wo man her... Und hier ist auf einmal ein Stuhl? Ich blicke hier gar nichts, Leute.
Weiß auch nicht mehr, was ich hier als Talent nehmen soll. Oh, das ist cool. Oh! Das finde ich nice. Das nehmen wir. Jetzt kommen wir hier auf einmal. Hä? Als ob ich hier nicht war. Also das ist ja auf jeden Fall ein neuer Bereich. Das ist klar. Bam. Okay, ich weiß, wo wir sind. Das ist cool. Hier ist die Tür, wo ich die ganze Zeit durch wollte. Ich mach die mal auf. Aber ich habe eigentlich keinen Bock auf den Gegner. Egal. Oh ja. Fehlt. Ach, guck mal, hier komme ich auch rein. Ah! Tür von der anderen Seite aufgemacht. Alter, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Es ist so ein bisschen wie. Aus Versehen einfach hier reingestolpert. Auch für alle, die das auf YouTube sehen, ne? Man weiß überhaupt gar nicht, wo man ist. Hier oben scheint nochmal eine Zyste zu sein. Irgendwo. Ich guck mal da vorne. Nö. Und dann kommt man hier durch. Okay, ich habe diesen Riesenbereich jetzt freigelegt, aber muss man jetzt natürlich komplett durch auch. So, wo ist die Zyste? Oh, du hast Tagebuch. Das hätten wir schon mal. Eine Nebenmission abgeschlossen. Wieso steht die da? Na gut, gucken wir gleich an. Hier ist nochmal die Ultra-Zyste. Er wurde auch zerstört. Das war aber anscheinend nicht die letzte. Irgendwo müsste noch eine Zyste sein. Ah, damit kann man sich immer zurückporten. Will ich aber nicht. Ich brauche noch eine Zyste. Oder noch Zysten. Okay,
So langsam verstehe ich wenigstens etwas, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber ich verstehe so langsam so ein bisschen das. Oh. Das Game. Wisst? Jetzt heißt ja nur noch Zisten suchen, richtig? Da kann ich einfach wild rumlaufen. Nur noch Zysten. Ich habe aber langsam das Gefühl, dass ich reinkomme ins Kampfsystem. Vor allen Dingen in der ersten Folge habe ich halt voll gedacht, man müsste, wie bei den Souls-Teilen, taktisch angreifen, verteidigen und den Angriff perfekt ausweichen und so. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Und deswegen hat Lotzke auch recht mit dem, was er sagt. Es ist halt schon irgendwie Hack and Slay. Es ist mehr Hack and Slay als Souls, um ehrlich zu sein. Wenn ich ganz ehrlich bin. Hier war ich ja schon tausendmal, ne? Hier muss ich nicht hin. Ausweichen sehen. Ja, das habe ich zum Beispiel in der ersten Folge übertrieben viel gemacht. Aber jetzt habe ich einfach gemerkt, ausweichen bringt nichts. Das macht keinen Schaden. Parieren macht halt Schaden. Deswegen haust du einfach Hack and Slay-mäßig auf die Gegner ein und sobald du siehst, dass der angreift, drückst du parieren. Das macht irgendwie viel mehr Sinn. Man heilt sich nach jedem Gegner wieder, also es macht halt übel Laune, das einfach diese kleinen Gegner hier nach und nach immer wieder wegzumachen. Wo muss ich denn da hin? Ja, diese scheiß Zysten jetzt finden. Das ist halt ein Riesenlevel, alles sieht gleich aus und da sollst du ja Zysten suchen. Wäre natürlich cleverer gewesen, hätte man die im ersten Playthrough direkt alle beseitigt, aber pff. Jetzt bin ich hier auch wieder in diesem Abkürzungsding. Ich erstmal rauskommen. Schichtsabschnitt. Und irgendwie ist es so auch ein bisschen wie Assassin's Creed, weil man ist hier in der Erinnerung und sammelt quasi Erinnerungen. Also ist hier auch irgendwie Story dahinter, aber ich blick die noch nicht so ganz. Bin ich early.
Hier ist auch eine Tür. Scheiße, meinst du, wir schaffen die Zisten noch? In dieser Folge. Ich habe das Gefühl, ich muss runter auf den Boden. Vor allen Dingen auch, was ist das hier? Hier ist eigentlich ein Aufzug. Den habe ich aber noch nie benutzt. Guck mal, hier sieht alles gleich aus. Das ist auf jeden Fall mein großes... mein großer Kritikpunkt an dem Game. Hier müsste viel mehr Varianz rein. Also vielleicht ist es auch so gewollt. Lass uns mal später das zweite Level abwarten in der nächsten Folge. Vielleicht ist das hier auch so gewollt, um es einem nochmal schwerer zu machen. Wisst ihr? Um noch mehr in die Fresse zu sein. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es extra so ist, dass man hier halt echt gar nichts rafft. Das wäre natürlich assi. Aber wäre eine Idee, die ich hätte. Ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit wie ein Dulli im Kreis. Jetzt bin ich hier schon wieder bei dem scheiß Aufzug. Okay, hier lang und nicht runterspringen. Nicht runterspringen. Hier hoch. Hier bin ich eben auch schon lang. Ich finde aber den Soundtrack schön, um auch mal was wieder was posi. Oh, guck mal, hier ist noch ein Gegner. Das heißt, hier war ich noch nicht. Nee, von hier komme ich, ne? Guck mal, hier zum Beispiel, so ein Schild. Das könnte man auch super nutzen, um zu sagen, ah, hier geht's da und da lang. Ist ja auch wieder eine Tür. Los, hast keinen Bock. Ich bin wieder am Anfang, ich kotz. Leute, ich bin komplett durch. Es gibt einen Bereich, wo ich hin will. Ah, meinst du, ich finde den? Es gab so einen Bereich, da kommt man nach unten springen. Und da war unten so eine Fläche und da bin ich auch noch... Ich meine, da war auch noch eine Zyste. Oh Mann, ey.
Also nee, das können die nicht ernst meinen. Ich hau jetzt ab hier. Das, also. Hier blickt doch kein Schwanz durch. Sorry. Wir gucken uns auf jeden Fall in dieser Folge noch das nächste Level an. Ich will unbedingt wissen, ob das im anderen Level besser ist. Es sind so viele verschiedene Wege. Nee, es gefällt mir nicht. Nee. Es ist zu verwinkelt, zu verschachtelt, zu eng. Nee, ich bin raus hier. Ich will weg hier. Erinnerung beenden. Ja, raus hier. Viel hin und her gelaufen, ja. Guck mal, das zum Beispiel, das sieht viel schöner aus, organischer, viel mehr Farben und so. Ich hab das Gefühl, das ist im ersten Level extra so. Wir gucken uns jetzt noch das nächste Level an. Ganz schnell. Erinnerungsprozess fortlegen. Königlicher Garten, da will ich rein. Königlicher Garten, zeig mir, was du kannst. Das ist der königliche Garten, das sieht genauso aus. Ah, vielleicht ist er nicht so verschachtelt. Vielleicht ist er mehr schlauchartig. Ey, guck mal, du gehst eine. Ich gehe eine Treppe runter, direkt zwei Wege. Ho, direkt hoch und runter. Schönes Wasser. Ich kann mir aber vorstellen, dass man hier wenigstens ein bisschen mehr durchblickt. Das sieht wieder sehr monoton aus. Ja, schon. Aber nicht ganz so monoton wie das andere. Bei dem anderen hat es ja richtig krass Nebel die ganze Zeit. Und bisher ist noch nicht so verschachtelt. Es ist nicht so monoton wie das andere. Nee, nee, nee. Guck mal, hier. Hier kann man sich dran erinnern. Guck mal. Hier könnte ich mich dran erinnern. Hier, es ist auch ganz klar, wo ein Weg ist und wo nicht. Also das ist besser. Die Finisher findest du cool. Ich habe eben gedacht, ich weiß nicht, ob das nach 10. Oh, Pop-ins. Ich spiele eine PS5, Leute. Was ist das denn? Nee. Ich habe mir gedacht, vielleicht macht das nach ein paar Stunden, dass sich das ein bisschen abnutzt und dich dann irgendwann eher abfuckt. Aber guck mal, schon wieder zu. Ich bin schon in eine Spaltung rein und es kommt noch eine Spaltung. Aber ich habe das. Aber guck mal, hier ist alles viel größer, viel breiter gebaut. So wie ich, Kappa. Ich kann mir vorstellen, dass das hier viel einfacher ist, sich dran zu erinnern. Doch, doch.
Ah, guck mal, aber auch mit Sackgassen. Du musst ja halt nur merken, wo du warst. Guck mal hier. Und nicht so viel hoch runter. Doch, doch, das. Oh, hier doch mit hoch runter. Scheiße. Ah, ne, guck mal, das ist da, wo wir eben waren. Leiter herunterlassen. Nee, nee, ich glaube doch. Ich glaube, hier ist besser. Doch, doch. Doch, doch. Hier ist besser. Ja. Hier gefällt mir besser. Ist ein klarer Weg. Gefällt mir besser. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit beenden wir auch die Runde, die Folge. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Gerne den Kanal abonnieren. Wir werden das bestimmt auch weiterspielen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.